Vor unzähligen Jahren griff Shinnok, eine der Götterältesten, die anderen Götter an und überfiel das Erdenreich. Raiden und die Götterältesten hielten Shinnok auf, verbanden ihn in das Unterreich. Andere traten in Shinnoks Fußstapfen, wie der Außenweltimperator Shao Kahn, der wie besessen war, das Erdenreich zu erobern. Raiden überzeugte die anderen Götterältesten, das von ihm erdachte Mortal Kombat-Turnier einzuführen, um die Chancen auszugleichen, dem Erdenreich zu helfen. Über Generationen befolgte Shao Kahn die Regeln der Götterältesten. Der Krieg fand in der Arena statt, in der seine stärksten Krieger gegen Raidens Verteidiger antreten sollten. Im Mortal Kombat. Vor 2 Jahren schlugen wir ihn. Aber Shao Kahn wollte nicht verlieren. Er verwarf die Regeln des Mortal Kombat und überfiel das Erdenreich. Fast alle Verteidiger, gute Freunde, starben, wurden zu bösen, untoten Kriegern. Aber trotz allem hielten wir seine Invasion auf. Zur Strafe vernichteten ihn die Götterältesten. Wir dachten, der Albtraum sei endlich vorbei. Aber es zeigte sich, dass Shinnok alles beeinflusst hatte. Shao Kahns Invasion, seinen Tod. Alles Teil von Shinnoks Plan, aus dem Unterreich zu entkommen und den Krieg gegen die Götterältesten fortzusetzen. Direkt voraus. Bringen Sie sie schön sachte runter. Mach ich doch immer. Wenn Sie mit immer noch nie meinen. Major? Also gut. Sie haben die Koordinaten. Der hintere Waldrand. Von da aus nehmen wir das Portal zu Raidens Himmelstempel. Wo ein wütender Götterältester mit seinen Teufeln auf uns wartet. Götter, Portale, fliegende Dämonen. Blinde Typen mit magischen Schwertern. Die Welt verändert sich. Zum Schlechten, wenn wir Shinnok nicht bald aus Raidens Tempel vertreiben. Er will die Lebenskraft des Erdenreichs vergiften, den Jinsei. Und das werden wir verhindern. Kenshi und ich freuen uns, dass der Major uns erlaubt mitzumachen. Wir helfen gerne, Shinnoks Arsch zurück ins Unterreich zu treten. No!
Krass! Ein bisschen voreilig, oder? Wir müssen zurück zum Heli. Sonja, raus mit dir! Das war unangenehm kalt. War besser, als wir auf derselben Seite standen. Alles klar? Ja, uns geht's besser als den Männern. Noch eine Sache, für die Shinnok büßen wird. Nein, Fujin. Es ist zu spät. Die mächtigen Götter des Erdenreichs. Du besudelst diesen heiligen Boden, Quan Chi. Hinfort! Wollt ihr eure Freunde gar nicht sehen? Ihr habt sie sterben lassen. Ich gab ihnen neues Leben. Ein Leben schlimmer als der Tod. Eines, das du bald teilst. Und mein Herr wird dein Ende mit ansehen. Jax.
Nightwolf! Smoke. Smoke ist tot. Ich bin ein Inra. Das ist deine letzte Mission. Der echte Jax würde sie nie schlagen. Johnny Cage, ich werde dich mit Freuden töten. Wir kriegen dich wieder hin. Tja, nett, die wiederzusehen. Sonja, das ist nicht er. Major Blade. Sergeant, was gibt's? Ist das der Lift? Ja, der Lift. Santo enthält die Seelen all meiner Vorfahren. Sie leiten mich. Könnten die sich vielleicht mal beeilen? Anataka Hirakimasu. Hoch geht's! Zurück! Jetzt! Los! Ihr bleibt hier. Schließt die Tür. Mokatari! Jetzt siehst du es, Raiden. Dein Vermächtnis. Du vergiftest ihre Herzen mit Hoffnung. Und was bietest du? Dasselbe wie schon vor Jahrtausenden, als du andere Götterälteste betrogst und das Erdenreich angriffst. Wir hielten dich auf, verbannten dich ins Unterreich. Wir werden es wieder tun. Entferne den Schatten vom Licht und der Schatten wächst. Das Vermächtnis des Lebens ist tot, Raiden. Meine Anhänger akzeptieren es und leben weiter. Sie kämpfen für mich. Yeah.
den Jinsei nicht an! Oh, das werde ich. Und das Erdenreich wird die Wahrheit erfahren. Über den Tod. Oh, sorry, Ma'am. Hab sie nicht gesehen. Kläglicher Wurm! Unbedeutendes Stück erbärmlichen Abschaums! Du wagst es! Es ist mein! Bereit? Wie immer. Sie wird sich mir als Erste anschließen. Nein! Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber eins weiß ich genau. Denk nicht bald dran, ihr weh zu tun. Jetzt bist du ein gefallener Gott. Johnny Cage, das Amulett! Nein! Nein! Viel Spaß da drin, Opa. Sonja? Johnny, haben wir? Ja, haben wir. Bleibt hier. Die Fähigkeiten der Kammer werden Sonja Blade rasch heilen. Quan Chi und die anderen sind fort. Ein gewaltiger Kraftanstieg hat meine Sinne überwältigt. Wir kümmern uns später um Quan Chi, Kenshi. Wir haben heute einen größeren Preis errungen. Shinnoks Amulett. Und darin? Die Fischfresse persönlich. Bringen wir das Amulett zu den Götterältesten. Sie können es nicht zerstören. Keiner kann das. Vielleicht bieten sie uns Rat. Shinnok darf nie entkommen. Der Krieg ist nicht vorbei. Quan Chi ist entkommen. Warum lächelst du? Sie sagte Johnny. Raiden meinte, ich sei Nachfahre einer Kriegersekte aus dem Mittelmeerraum. Geboren als Krieger für die Götter. Hab's nie wieder geschafft, diese grüne Aura zu beschwören. Raiden denkt, es wurde vom nahen Tod einer geliebten Person ausgelöst. Was ist mit dir, Cassie? Kannst du sowas beschwören oder wurde eine Generation übersprungen? Lass gut sein, Jin. Wir brauchten keine Auren in Darfur, im Iran oder Kurdistan. Oder Jackie? Nein, brauchten wir nicht. Haben dich die Shaolin Jedi hingeschickt, Jin? Ich hab genug Action gesehen. Takeda hat das auch. Zeug, das euch SE-Typen schockieren würde. Ganz ruhig. Ihr seid alle hier, weil ihr es verdient. Ihr seid einzigartige Schneeflocken. Also, euch ist es vielleicht nicht bewusst, ich habe keine Glückwunschkarten gekriegt. Heute ist unser Team seit 6 Wochen zusammen. Minister Blake meint, er ist sehr zufrieden mit uns. Man könnte ihm auf den Kopf spucken und er wäre sehr zufrieden mit uns. Aber er hat Mr. Cage das Team zusammenstellen lassen. Bin froh, dass mich die Shirai Ryu ausgewählt haben. Neue Orte?
Neue Gesichter. Wie der Minister angemerkt hat, werden wir Alten irgendwann in Rente gehen. Also ist es Zeit, dass die neue Generation antritt. Shaolin, Shirai Ryu, SE, gemeinsam. Die erste Mission eures Teams führt euch in den Lin Kuei-Tempel. Wir haben schon lange nichts vom Großmeister gehört. Ihr stellt sicher, dass er noch auf unserer Seite ist und uns den Rücken frei hält, wenn die Lage mit der Außenwelt kritisch wird. Ihr müsst ihn mitnehmen. Wundert euch aber nicht, wenn Sub-Zero sich nicht kooperativ zeigt. Warum die Sorgen wegen der Außenwelt? Dachte Kotal Kahn hält die Verträge von Reiko ein. Tut er. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Wenn die Rebellen gewinnen, sind die Verträge Geschichte. Millionen. Imperator, wie sagt man gleich? Nicht den Dreck unter meinen Schuhen wehrt. Kotal Kahn hat ja stets faire Angebote gemacht, Kano. Sicher, sicher. Ich sag ja nur, aufgerüstete Waffen, meine Infos und puff, der lange Bürgerkrieg der Außenwelt, vorbei. Wäre doch nett, sich mal zu entspannen, oder? Du weißt, wo Melina steckt. Und ihre ganze Armee? Dafür kriege ich doch mindestens 50. Ich muss angreifen. Sofort. Den Konflikt beenden. Wie du sagst, er zerfrisst uns. Klar. Sind wir im Geschäft? Was ist los, Devorah? Der Imperator muss sich nicht sorgen. Es gab einen Unfall. Diese hier wird das regeln. Macht Platz für Kotal Kahn! Bewegung! Die Takatana sind in Position. Wir erwarten den Befehl. Selbstverständlich, liebste Tanya. Eine Kutsche aufzuhalten ist nichts. Einen Imperator zu töten... Falschen Imperator! Erfordert Macht. Macht, die du hast, Melina. Und nicht nutzt. Es schmerzt mich, sie zu nutzen, Rain. Ich brauche mehr Zeit. Der Einfall der Thronräuber kam zu früh. Der Regen fällt, wann er will. Egal. Solange Kano tut, wofür ich ihn bezahle. Jetzt! Los! Unfug. Yeah.
beleidigend, Keno. Dein Hilfsangebot war nicht mehr als heiße Luft? Halt deine 50 Millionen! Melina zahlt mir das Doppelte für deinen Tod. Du bist nicht den Dreck unter meinen Schuhen wert. Du bist die Edenianerin, Tanya. Du erinnerst dich also an mich, Kuatal? Ich werde nie vergessen, wer Melina befreit hat. Sie wollte ein freies Edenia schaffen. Etwas, was du nicht zugelassen hast. Eine vereinigte Außenwelt kann gegen jeden Feind bestehen. Unter deiner Herrschaft wird sie nie vereint sein. Deine Rebellion ist alles, was im Weg steht. Wie närrisch, Melina zu trauen. Sie prüft mich ein letztes Mal. Melina. Kano sollte dich töten, elende Schlange. Rugunate! Noch ein Edinianer, der sogenannte Halbgott. Kogatia! Ich bin ein Sohn des Argus. Ich wurde nicht einfach von berauschten Sterblichen zum Gott ernannt, Buluk. Sicherlich ahnt Melina dein wahres Ziel, Sohn des Argus. Unterschied zu lehren zwischen Anmaßung und Göttlichkeit. Das wird dich ruhig stellen. Du fasst ihn nicht mehr an. Aber ich schon. Als Erbin meines Vaters, Shao Kahn, ordne ich, Melina, Kanum der Außenwelt, deine Hinrichtung an. Nachbildung, Hochstaplerin. Es wird heute eine Hinrichtung geben. Du wirst deinen Widerstand büßen, Melina. Dein Blut wird es besiegeln. Die Stufen hoch. Zum feurigen Rand. Mein Imperator gesehen. Eine kleine Katze wurde zum Jaguar. Am Absetzpunkt teilen wir uns auf. Jackie und ich kommen von Süden, ihr beide von Westen. Treffpunkt hier, am nördlichen Zugang. Dann was? Einfach abholen und raus? Ob er will oder nicht. Wie
Widerstand dürfte wahrscheinlicher sein, als ihr denkt. Keine Sorge. Sub-Zero wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Die vordere Verteidigung zieht sich auf euren Befehl hin zurück. Es wurde bestätigt. 4 Eindringlinge. Es ist Zeit, unsere Gäste zu unterhalten. Okay, ich gehe voran. Du und Jin die Seite. Los! Bereit? Verdammt, Jin! Du, ich muss... Ihr seid hier nicht willkommen. Nennt eure Absichten. Großmeister, ihr müsst mit uns kommen. Mein Name ist Sergeant... Du verlangst meine Zusammenarbeit, aber du bist abgeschnitten, umstellt. Was willst du tun? Mein Vater hat stets in den höchsten Tönen von euch gesprochen. Er will reden. Reden. Immer seine erste Wahl. Okay, versuchen wir es mit Schlägen. Los! Halt! Cassandra Cage, du führst diese Gruppe, aber sie spurt nicht. Was würde deine Mutter tun? Nicht rumtrödeln und euch umhauen. Du bist deiner Mutter ähnlicher, als du denkst. Deine Kräfte hätten dich warnen müssen, Takahashi Takeda. Zweifellos hat Kenshi dich gelehrt, sie zu nutzen. Mein Vater hat mir so einiges beigebracht. Sehen wir mal. Du bist nicht wie dein Vater. Noch nicht. Verflucht. Du hast dein Kommen angekündigt, Jacqueline Briggs. Specialist Briggs. Ja, militärischer Anstand ist deiner Familie wichtig. Wenn du meinen Vater kennst, kennst du mich. Dachte, ihr wärt Freunde. Wir teilten uns ein dunkles Kapitel. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht, Specialist Briggs. Finte. Bravo. Kung Jin, statt Überlegene zu verspotten, solltest du lieber deinen Kameraden helfen. Ich werd's mir merken, sollte ich je einen treffen. Maulheldentum passt nicht zu dir. Vorschläge? Sub-Zero, reden wir. Diese Chance ist vertan. Neuer Plan, Cage? Du hättest dem Alten folgen können, Jin. Wenn ihr uns tötet, bricht ihr die Hölle los. Ja, denke ich auch.
Chu, Deng Jin. Das war's? Das war alles ein... Eine Übungsstunde. Mist, ich hätt's wissen müssen. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Aber bis ihr nicht als Einheit funktioniert, werdet ihr scheitern. Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Die haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorener Fußabdrücke auf deinem Marsch. Kommt schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Neue Befehle von General Blade. Priorität 1. Außenweltler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenweltler? Kein Problem. Wann sind Sie aufgetaucht? Das Portal hat sich vor ein paar Stunden im Hafen geöffnet. Insgesamt gut 5000 Flüchtlinge des Außenweltbürgerkriegs. Muss übel sein, wenn Sie riskieren, hierher zu kommen. Nach euch. Nimm dir den Kampf mit den Lin Kuei nicht zu Herzen. Ist nicht gerade leicht. Danke, Kenshi. Könnten du und Cage sich uns anschließen? Sergeant Cage, Sie und Ihr Team bleiben hier. Das ist Li Mei. Sie erbittet Asyl für ihr Volk im Erdenreich. Unser Dorf, Sando, stand im Mittelpunkt einer gewaltigen Schlacht. Wir sind nur knapp lebend entkommen. Das ist Krieg. Ich meine, nichts für ungut, aber ihr Außenweltler lebt doch dafür, oder? Es war anders. Die Rebellen, Melina, sie haben eine Waffe, wie sie ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Erzähl mir mehr über die Waffe. Ein Talisman. Gold. Ein Juwel in der Mitte. Melina nutzt seine blutrote Energie ohne Präzision. Aber ist das nicht gut? Nicht jetzt, Sergeant Cage. Es reicht schon, dass sie es besitzt. Es verschiebt das Gleichgewicht. Der Imperator verzweifelt langsam. Und wer zwischen die Fronten gerät, bezahlt den Preis. Wenn dieser Talisman das ist, was ich vermute, bezahlen wir alle einen Preis. Reden wir über Shinnoks Amulett? Unmöglich. Die Basis, das Lager, die Wächter. S.E., Shaolin, niemals kommt da jemand vorbei. Ich muss es wissen. Tja, tolle Lage. Du erinnerst mich an einen Erdenreichler, der mit uns kam. Er fand auch an allem etwas Lustiges. Attraktiver Kerl, hä? Er war ein Erdenreichler. Eines seiner Augen glühte rot. Wen meint sie? Kenshi, geh mit Li Mei. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Flagg nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotal Kahn fragen, ob Li Meis Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt. Ich weiß nicht. Hatte erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin-Archive. Ich habe viel über die Außenwelt gelesen. Kein Ersatz für Erfahrung. Wieso führst du uns dann an? Leute, bleiben wir bei der Sache. Li Mei muss einfach die Wahrheit sagen.
Eine Invasion würde die Verträge von Reiko verletzen. Traue nie einem Außenweltler. Aber wenn wir Verbündete sind, warum haben sie uns nicht gegen das Unterreich unterstützt? Gegen Quan Chi und seine Gruppe von... Wiedergängern? Wie Jackie's Dad? Arschloch. Es ist keine Allianz. Ein Nicht-Angriffspakt. Wir sind nicht verbündet. Was du etwas subtiler ausdrücken solltest, in Anbetracht der Umgebung. Jetzt erklärt eure Absichten. Einschließlich dem Grund, euch nicht zu töten. Ich sehe, du bist nicht von hier. Ich bin vom Erdenreich, wie du. Mein Auftraggeber, Kotal Kahn, ist aus der Außenwelt. Daher bin ich das jetzt auch. Nennt eure Absichten. Wir sind Abgesandte. Wir müssen mit Kotal Kahn sprechen. Hier, wir haben Raidens offizielles Siegel. Ich kann sowas schnell bei dem Stand da drüben kaufen. Hör zu, du kannst uns einsperren, sogar töten. Aber wenn wir die Wahrheit sagen, kriegst du eine Gehaltskürzung. Oder Schlimmeres. Du bringst uns zum Khan, ich sag ihm, du hast uns erledigt. Vielleicht kriegst du einen Bonus. Win-win. Folgt mir. In diesen Zeiten des Krieges sind wir gezwungen, alles Mögliche als Waffe zur Erreichung der Ziele unseres Imperators zu betrachten. Etwas ohne sein Wissen zu nehmen, ist wie Diebstahl aus Kotal Kahns Händen selbst. Daher, da du des Diebstahls überführt wurdest, wirst du verurteilt zum Tode. Ich hatte Hunger. Die Vollstreckung des Urteils erfolgt umgehend. Tod? Für einen Diebstahl? Bedenke, wo du bist. Jin? Jin! Verschwindet! Los! Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Eine Lektion in Vertrauen von einem Söldner. Und gleich noch eine Lektion. Ich lerne schnell. Hätte sie sich nicht wie jedes Mädchen ein Pony wünschen können? Die Archive erwähnten keine Symbionten. Nächste Support! Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Leider bist du irre. Bei euch alles klar? Ja! Die Erdenreichler, ja? Diese hier muss mehr über eure diplomatischen Methoden lernen. Wir müssen Kotal Kahn sprechen, General Blake. Ihr mischt euch in die Außenwelt ein. Darauf steht der Tod. Das hat hier Methode. Da wir aber die Verträge von Reiko ehren,
werden wir den Imperator befragen. Ihr wartet hier. Willst du die Gelegenheit nutzen, uns zu sagen, was zur Hölle das sollte? Ich frag mich schon, warum du einen Krieg für einen Brotdieb riskierst. Nicht alle Diebe sind unbelehrbar. Es hat mehr sentimentalen als finanziellen Wert. Dennoch würde ich es bevorzugen, wenn du es nicht stiehlst. Es ist ein Familienerbstück. Eines, das euch nicht zusteht. Deine Familie gab es mir als Erinnerung an deinen Cousin Lao. Nach seinem Tod. An dem ihr schuld seid. Für euch kämpfte er gegen Shao Kahn. Ihr habt nur zugesehen, als er ihm das Genick brach. Du gehst zu weit, Kung Jin. Nein. Nicht weit genug. Lass mich gehen. Das Blut des Kung Lao, Nachfahre des großen Kung Lao. Ein gewöhnlicher Dieb. Glaubtest du, du könntest einfach in meinen Tempel marschieren und wieder hinaus? Ohne meine Zustimmung? Ihr wolltet, dass ich euch angreife. Wieso? Um deinen Zorn freizusetzen, dich der Vernunft zugänglich zu machen. Ich fühle mich wie ein Idiot. Selbstmitleid war schon immer ein eher unglücklicher Teil deiner selbst. Ein hellerer Pfad liegt voraus. Einer, der deine Vorfahren wirklich ehrt. Der deiner würdig ist. Geh auf die Wuxi-Akademie. Werde ein Shaolin. Wie schon Kung Lao vor dir. Ich kann nicht. Sie werden mich nicht... Sie interessiert nur, was in deinem Herzen ist. Nicht, was dein Herz begehrt. Es ist zu spät für mich. Es ist nie zu spät, Kung Jin. Euer Bericht über Flüchtlinge ist beunruhigend. Ihr Exodus in das Erdenreich war mir nicht bekannt. Aber ich weiß dies. Ich habe niemanden aus dem Erdenreich eingeladen und ganz gewiss niemanden, der die Vollstreckung eines Urteils unterbricht. Vielleicht seid ihr ja Verbündete Melinas. Vielleicht brachte ihre neu gefundene Macht ihr neue Freunde ein. Freunde? Nein. Nein, wir wissen nicht mal, ob sie wirklich Shinnoks Amulett hat. Sie setzt Shinnoks Amulett gegen mich ein? Von dem das Erdenreich geschworen hat, es wäre sicher, als der Außenwelt eine Teilhabe verwehrt wurde. Wir wurden angegriffen, nicht die Außenwelt. Kotal Kahn, das Feuer, das in der Sonne brennt. Wir sind hier, weil wir eure Sorgen wegen des vermissten Objekts teilen. Wir respektieren eure Herrschaft. Zumindest ein Erdenreichler schmiedet Wörter wie Silber. Aber wie sagt man im Erdenreich gleich? Man findet mehr Ehre unter Dieben als Diplomaten. Ich hatte die zweifelhafte Ehre, beides zu sein. Aber ich sage die Wahrheit. Ihr seid Verbündete Melinas. Vollstrecke das Urteil. Kotal Kahn, nach dem Recht der Außenwelt fordere ich meine Verteidigung ein. Im Combat. Was? Du willst ein Duell? Um uns von allen Anschuldigungen zu entlasten.
Wird das Recht verwehrt, bringt das Schande über den Ankläger. Du kennst dich gut aus. Wisse auch, das Duell endet mit dem Tod. Du hast nichts gewonnen. Nur ein paar Sekunden mehr zu leben. Und nun, Imperator? Alle Anschuldigungen sind nichtig. Ich verkünde hiermit, dass das Erdenreich der Außenwelt keinen Schaden wünscht. Jetzt töte mich, bring es hinter dich. Du wirst doch nicht wirklich... Statt eures Lebens will ich eure Dienste. Wenn Melina das Amulett wirklich besitzt, können wir es einfacher erlangen, wenn wir zusammenarbeiten. Imperator, man kann ihnen nicht... Devorah, kannst du es nicht verstehen? Ich schulde es ihnen. Ihr ehrt uns, Kotal Kahn. Unsere Dankbarkeit ist so groß wie der Ozean. Ich spreche mit General Blade. Berichte ihr über die neue... Abmachung. Danke für die Meldung, Sergeant. Bleiben Sie bei Kotal Kahn. Wir klären die nächsten Schritte, sobald wir Kano gefasst haben. Ja, Ma'am. Case Ende. Er ist noch hier. Ich fühle es. Bericht. Eine der Flüchtlinge wurde am nördlichen Perimeter entdeckt. Das ist eine von Kanos Halsbinden. Informiert Li Mei. Wir untersuchen das. Raiden, was gibt es? Shinnoks Amulett wurde gestohlen und durch eine fast perfekte Replik ersetzt. Verdammt. Etwas stimmt nicht. Ich melde mich sobald. Raiden? Raiden! Lieutenant, Sie müssen mit einem Team nach Fort Charles. Sehen Sie nach Raiden und erstatten Sie Bericht. Was ist los? Gibt's was Neues von Colonel Fleck? Er so, warum belästigen Sie mich? Und ich so, weil meine Ex eine absolute Nervensäge. Wo willst du hin? Du kannst nicht einfach abhauen. Ich steck auch mit drin. Nicht meine Entscheidung. Dank deinem Kumpel, Minister Blake. Das hat uns damals schon auseinandergebracht. Du vergräbst dich in die Arbeit. Nie Zeit für mich oder Cassie. Ich hatte Verantwortung. Sorry, dass du nicht immer im Mittelpunkt stehst. Es gab eine Zeit, da hast du dich mehr um deine Familie gesorgt als um deinen Job. General. Nö, hier sind keine bösen Zauberer. Werd endlich erwachsen. Quan Chi sollte seine Man Cave mal aufräumen. Immer noch sauberer als deine. Vergleichst du etwa mich mit Quan Chi? Nur in puncto Sauberkeit. Was ist das? Ich würde das nicht tun. Ach, komm schon. Wo ist dein Sinn für... Abenteuer. Du willst ein Abenteuer. Das sollst du haben. Feuer! Du hast gut vor! Ich brauche deine Soldaten nicht. Aber ihr beide werdet mir gute Dienste leisten. Nach eurem Tod. Müssen wir wirklich, Jax? Du weißt nicht, wann Schluss ist. Nicht so stark, wie du aussiehst. Yeah.
Quan Chi, es ist aus. Nur eine Verzögerung. Das Unvermeidliche steht bevor. Johnny! Du wirst nicht lange tot sein. Das werde ich nicht zulassen. Tut mir leid, Jax. Ich bring dich hier raus. Das wird wieder. Weiß nicht. Blut sollte eigentlich drin sein. Raiden. Ich muss den Zauber umkehren. Kata. Ramaleko. Esaltik. Shata, Ramalek, es funktioniert. Essen Schalter, da sind. Ihr könnt ihn nicht retten. Du bist schwach, Donnergott. Johnny Cage gehört mir. Nein, er gehört mir. Rette ihn. Ich übernehme diesen Dreckskerl. Das war nicht mal annähernd, was du verdienst. Sonja Blade, die Verbindung zu Quan Chi ist noch nicht durchdrang. Kein Problem. Narala Feta. Die anderen weilen wieder unter den Lebenden. Durch Verbindung Quan Chis dunkler Magie mit meiner eigenen konnte ich ihre Seelen wiederherstellen. Wird er es schaffen? Hab ich's dir nicht gesagt? Er ist ein Gott. Du hast mich zu Tode erschreckt. Und es hieß immer, ich wäre nichts für Horrorfilme. Er ist fort? Wie konnte er... Wir müssen ihm nach. Er kann warten. Erstmal müssen wir dich und die anderen zurück ins Erdenreich bringen. Warum dauert das so lange? Name? Ra'em Eidu Ka'irei. Danke.
Na gut. Sie scheinen diesen Kano sehr gut zu kennen. So würde ich es nicht nennen, aber ja. Ich habe ihn Jahre verfolgt, bis er nach Shinnoks Invasion in die Außenwelt floh. Warum kehrt er jetzt zurück? Jetzt zählt nur, dass wir ihn... fassen. Hab dich. Wohin geht's? Hallo, Liebes. Ist lang her. Nicht lang genug. Hier ist General Blade. Ich brauche sofort MPs bei meiner Position. Och, regeln wir das unter uns. Ein Handel. Infos für Freiheit. Ich verhandle nicht mit Abschaum. Na dann, wenn die Mutter nicht mitspielt, vielleicht ja die Tochter. Wag es nicht. Zisch ab. Und alles ist gut. Piss mir ans Bein und Cassie lernt Onkel Kano kennen. Ich schwör bei Gott, ich bring dich um. Nein, ich bin noch nicht fertig mit dir. Na? Na gut. Na gut, lass mich los. Sonja, lass das. Bring mich um. Du findest nie das Amulett. Sonja, wir brauchen ihn noch. Sonja, mach nichts, was du später bereust. Rede. Der Kuatan-Dschungel? Mit mindestens 2 Divisionen Takatanern. Sie sind ständig in Bewegung, um nicht entdeckt zu werden. Das ist nicht weit. Etwa 200 Kilometer. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Ma'am. Viel Erfolg. Blade, Ende. Ihr habt neue Informationen? Aus dem Erdenreich? Kano hat geredet. Er hat uns Melinas Aufenthaltsort verraten. Sie hat das Amulett, aber auch eine Menge Verteidiger. Wir schlagen sofort zu. Vielleicht ein 2-Seiten-Angriff. Die Armee greift Melina an, lenkt sie ab, während diese hier das Amulett an sich bringt. Nicht alleine. Diese hier kommt mit. List ist essentiell. Habt ihr nicht gehört? Du kannst im Hauptangriff aushelfen. Devora, wir geben ihre Anfrage statt. Und ich werde Melina endlich los sein. Diese hier versteht eure Logik, kommt aber nicht zum selben Schluss. Wie andere auch, ist diese hier nicht zufrieden mit Melina als Ghanem. Es ist aber unklar, ob euer Putsch gelingen kann. Deshalb habe ich auch den Sataraner eingeladen. Hört zu und folgt uns. Ich weiß Dinge über Melina. Ihre geschwächte Herrschaft wird ein Ende finden und den Weg freimachen für Quartal. Was solltet ihr wissen, was dafür... Ah, da sind sie ja. 3 andere Ratsmitglieder tratschen wie die Waschweiber. Worüber nur, frage ich mich. Wenn ihr nur unserem Rat folgen würdet, da Krieg mit dem Unterreich droht, dränge ich auf Annäherung ans Erdenreich. Und ich sagte, ich würde eher sterben, als die Mörder meines Vaters zu unterstützen. Ihr zieht eine Drohung einer praktischen Lösung vor. Das gefährdet das Reich. Und Aufhetzung nicht? Schweige für immer! Ich hole mir deine Zunge. Du bist nicht Shao Kahns wahre Erbin. Sie ist ein Konstrukt, geformt in Shang Tsungs Fleischgruben. Ich sah es. Damit ist dein Anspruch auf den Thron nichtig. Du wagst es. Ich folgte Shao Kahn auf sein Geheiß nach. Das mag wohl sein.
Aber die Außenwelt braucht einen neuen Anführer. Dich etwa? Ostek-Narr! Tötet ihn! Diese hier dient Melina nicht länger. Verteidigt eure Imperatoren! Unser Schöpfer Shao Kahn ist tot. Wir dienen, wem wir wollen. Du folgst immer noch Melina? Shao Kahn erobert mein Reich. Ich schulde ihm Loyalität. Ich ehre seinen Willen. Verbündeter ist fort. Bringt sie weg. Wir dienen dem neuen Herrscher der Außenwelt. Dann dienst du Kotal Kahn. Stellst du dich, Verräterin? Du willst mir Verrat vorwerfen? Diese hier hat kein Verlangen nach dem Thron. Warum dienst du Melina? Ich berate sie. Das Amulett zu stehlen war meine Idee. Es tötet sie mit jedem Einsatz ein wenig mehr. Beide Seiten werden schwächer und du füllst das Vakuum. Genau mein Plan. Eine Schande, dass du sein Ende nicht erlebst. Dein Spiel ist aus. Du gehst ohne deine Freundin, Devora? Dein Volk glaubt, wir ließen eure Insel aus Respekt vor eurer einsiedlerischen Natur in Frieden. Aber wir mochten euch einfach nicht. Die Kälte bevorzugen Einsamkeit, was ich sehr bald erreichen werde. Nun sterben zwei Edenianer. Ich weiß, ihr seid keine Freunde. Aber du tötest sie nicht. Mir geht's gut übrigens. Nun gut, geh. Zur Seite. Das ist verstörend. Devora! Diese hier wusste, dass du nicht weit vom Amulett sein würdest. Du hast meinen Thron. Und jetzt willst du mir nehmen, womit ich ihn zurückerobern kann? Nein, das war dir nicht bestimmt. Als ob du das entscheidest. Jetzt werde ich dir etwas nehmen. Dein Leben. Diese hier wird deinen Tod genießen. Genug geredet. Beende es, damit ich meinen Vater wiedersehe.
Du verdienst keinen Tod durch die Hand des Imperators. Diese Ehre wird meiner ersten Ministerin zuteil. Ist vorbei. Tja, danke dafür. Ich werde nie wieder was essen können. Mit eurer Erlaubnis kehren wir zurück. Bringen das Amulett an seinen Platz. Was zur Hölle tut ihr? Ich traue dem Erdenreich nicht, das Amulett zu beschützen. Es verbleibt bei mir. Die Verträge von Reiko verlangen, dass ihr... Die Verträge interessieren mich nicht mehr. Aber ihr könntet nützlich sein, wenn Raiden es holen will. Diese hier hat sie getäuscht. Das Amulett ist im Besitz Kotel Kahns. Kannst du es zurückholen? Niemandem sonst traut er den Transport zu. Dich all die Jahre in der Nähe des Throns der Außenwelt zu halten, war die richtige Entscheidung, Deborah. Sie hätten eine der ihren nie für eine Dienerin unseres Herrn gehalten. Diese hier lebt, um Shinnok zu dienen. Du hast dich bewährt. Jetzt bring es zu mir. Unverzüglich, Quan Chi. Meister, was gibt es aus der Außenwelt? Shinnok wird bald frei sein. Wir reiten zu meiner Festung. Gibt es ein Problem? Zwei Probleme. Deine Frau sagte, dass ich dich hier finde. Hattet ihr einen netten Plausch? Klar doch. Ist das ein National? So einen habe ich seit... Du bist nicht hier, um über Traktoren zu sprechen. Alles klar. Schluss mit den Höflichkeiten. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ich weiß. Ich habe keinerlei Recht... Du weißt, was ich wollte. Jackie kam freiwillig. Sie kam zu mir. Ich weiß. Hör zu. Ich weiß, warum du nie wolltest, dass sie den SE beitritt. Warum du dich zur Ruhe gesetzt hast. Ich meine, wenn ich damit leben müsste, einer von Quan Chis Schlägern gewesen zu sein, ich hätte mir schon vor langer Zeit die Kugel gegeben. Du kennst doch Vera. Sie würde das niemals erlauben. Für was brauchst du meine Hilfe? Die Außenweltflüchtlinge? Schlimmer. Shinnoks Amulett. Melina hat es. Verdammt. Und wir haben von Serena gehört, dass Quan Chi im Unterreich aufgetaucht ist. Nach 25 Jahren zeigt er sein Gesicht. Gerade dann, wenn Shinnoks Amulett auftaucht. Das ist kein Zufall. Deshalb brauche ich dich. Deine Quan Chi-Expertise. Es wäre kein aktiver Dienst mehr. Du wärst reiner Beobachter.
Cage. Jax. Was gibt's? Wollt nur sehen, ob ich nicht. Mich überzeugen könntest? Ja, das lief ja schon beim letzten Mal prächtig. Den Versuch war's wohl wert. Wir brauchen dich, Jax. Hilf mir, Quan Chi zu fangen. Niemand von uns ist sicher, wenn er das Amulett kriegt. Welche Rolle spielt Jackie dabei? Außenwelt. Bei Cassies Team, das Amulett zurückholt. Sie schafft das. Wir warten eigentlich nur noch auf das Auftrag abgeschlossen. Was denkt ihr, Leute? Werden sie uns töten? Dann hätten sie es schon getan. Außer Kotal Kahn plant, uns als Gäste ins Kolosseum einzuladen. Wenn die uns nicht töten, dann meine Mutter. Mich zumindest. Schwer, die Generalstochter zu sein? Du hast keine Ahnung. Ich schon. Mein Ur, was auch immer Vater, hat Shang Tsung besiegt. Das Erdenreich gerettet. Was meinst du, wie oft das auf Familientreffen erwähnt wird? Das ist 600 Jahre her. Und doch könnte es gestern gewesen sein. Gar kein Druck. Ich habe mein ganzes Leben trainiert. Kann mich aus fast allem rauskämpfen. Fühl mich aber wie ein Cage zweiter Klasse. Zumindest hat überhaupt jemand was von dir erwartet. Ich dachte, du und dein Dad steht euch nah. Jetzt. Ich hatte ihn ewig gar nicht gesehen. Das kenne ich. Wie war das so? Ein Ex-Wiedergänger als Vater. Jen. Nein, ich frag nur. War bestimmt nicht leicht. Er war ein wenig überfürsorglich. Als ich den SE beitrat, wollte Mr. Cage der sein, der es meinem Dad sagt. Er dachte, das wird's einfacher machen. Den Tag werde ich nie vergessen. Mein Dad kam mit gebrochenem Kiefer heim. Okay, ich mach das. Was machst du genau? Vertraut mir. Weg von den Gittern. Wie hast du das gemacht? Hab seine Sinne überladen. Klappt nur auf kurze Entfernung. Der Sohn eines Telepathen zu sein hat Vorteile. Hab ich früher anders gesehen. Gemacht. Du bist jetzt Chojin. Welch Ehre, Meister Asashi. Jetzt, wo ich Chojin bin,
Wie soll ich dem Clan dienen? Deine Zukunft liegt nicht bei den Shirai Ryu. Aber der Clan ist meine Familie. Als ich dich aufnahm, versprach ich deinem Vater... Ich habe keinen Vater. Doch, das hast du. Einen, der stolz auf dich ist. Ein Chojin in Rekordzeit. Ihr wusstet, dass er kommt? Und habt nichts gesagt? Ich wusste, dass du so reagieren würdest, ja. Takeda, dein Vater ist nicht dein Feind. 10 Jahre. Keine Besuche, nichts. Du hast mich verlassen. Ich habe dich nicht verlassen. Ich war 8. Meine Mutter war gerade gestorben. Jetzt kommst du zurück? Glaubst du, kannst die Rolle füllen als stolzer Vater? Sohn, ich... Zur Hölle mit dir! Ich bin nicht dein Sohn! Steh auf. Ich will dich nochmal niederschlagen. Takeda, halt! Kenshi hat dich nicht verlassen. Er hat dich hergebracht, um dich zu schützen. Schützen wovor denn? Vor jenen, die deine Mutter ermordeten. Sie... Sie starb bei einem Unfall. Diese Version sollte Meister Hasashi dir erzählen. Aber in Wahrheit wurde deine Mutter von Attentätern der Roten Drachen getötet. Ich war das Ziel. Su-Chin war das Opfer. Du Mistkerl! Es war deine Schuld! Dein Vater hat sein Leben dem Kampf gegen Monster wie die Roten Drachen gewidmet. Sie sind es, die keine Ehre haben. Du hättest die Wahrheit nicht verbergen sollen. Du hättest die Mörder deiner Mutter unvorbereitet aufgesucht. Ich konnte das nicht riskieren. Meister Hasashi hat dein Können im Kampf perfektioniert. Es ist Zeit, dein Training abzuschließen. Wie hast du das gemacht? Wir sind Telepathen. Eine Familiengabe. Ich kann Gedanken lesen? Wir werden den vollen Umfang deiner Fähigkeit herausfinden. Und dann werden wir die roten Drachen jagen. Gemeinsam. Das ist Devoras Werk. Sehe ich auch so. Nur sie kann solche Wunden verursachen. Diese Devora steckt voller Überraschung. Es bleibt die Frage, ob sie mit jemandem zusammenarbeitet. Was ist? Mist, er hat uns entdeckt. Okay, Leute, Diamantformation. Takeda, du bist vorn. Jackie, du kommst nach. Kung Jin, Luftsicherung. Geht klar. Die Erdenreichler. Devora hat sie befreit. Nategasu! Weniger, noch 2. Wenn wir zurückkommen, bringst du mir das bei. Abgemacht. Geh und hilf mit Ermac. Ich mach das. Du glaubst, du schaffst mich allein? Du bist entweder mutig oder ein Narr. Mutig oder ein Narr, ich lebe noch.
sehen, was ich hier lernen kann. So viele Seelen. Alle gefangen. Wir existieren, um zu dienen, gebunden durch die Magie Shao Kahns. Das Chaos. Die Stimmen. Wir sind viele, du nur einer. Deine Fähigkeiten verlassen gegen unsere. Ich glaube, ich habe genug von der Außenwelt. Kein Wunder, dass Dad in Rente ist. Wir müssen Devorah finden und das Amulett. Dann los, die sind nicht ewig K.O. Devorah? Und die Erdenreichler? Sie hat das Amulett gestohlen, verhalf ihnen zur Flucht. Ein Verrat für den Donnergott! Verletzend, Devorah. Bereitet die Legionen vor. Wir ziehen ins Erdenreich. Wir holen das Amulett zurück von diesem Teufel Raiden. Wir sind in einem Stück. Niemand scheint uns zu verfolgen. Konntest du herausfinden, wohin Devorah wollte? Wir glauben, dass sie zur Blutsee will. Dad? Sie kommt hierher, zu Quan Chi. Es gibt ein geheimes Portal bei der Blutsee. Quan Chi ließ es errichten, als wir die Invasion der Außenwelt vorbereiteten. Klasse. Dad, was machst du? Warum bist du im Unterreich? Wer ist jetzt überfürsorglich? Ich weiß, du glaubst, du hättest etwas gut zu machen, aber... Ich tue das für Sonja. Sie gehört zur Familie. Deshalb sorge ich nicht. Keine Angst. Pass auf dich auf, ja? Und du auf dich. Hab dich lieb. Briggs Ende. Briggs Ende. Fühlst du dich besser oder schlechter? Nicht sicher. Vielleicht beides. Die kommen zurecht. Die Frage ist, tue ich das? Gute Position für ein Kreuzfeuer. Aber warum reist Quan Chi auf konventionelle Weise? Er scheint nicht seine volle Magie einsetzen zu können. Er ist schwächer als damals, als ich ihm diente. Serena hat recht. Er hat nicht mehr Shinnok als Energiequelle. Aber er ist immer noch Quan Chi. Du bist zwar hier, um anzuleiten und zu beobachten, aber es steht dir frei, jede Rolle deiner Wahl einzunehmen. Ich bin nicht in Form. Ich will die Mission nicht gefährden. Er nähert sich. Halte dich da raus, Jackson Briggs. Zurück in dein Versteck. Versteckt? Das habe ich mich wohl. Ich hab dich ja gewarnt. Das hat den Rost abgeklopft. Yeah!
Willkommen daheim, Jackson Briggs. Diese Hölle ist nicht meine Heimat. Und warum kehrst du dann zurück? Ich muss meine Familie beschützen. Quan Chi hat mich mit meiner Familie vereinigt. Er kann dasselbe für dich tun. Bist du noch Wochen später? Quan Chi hilft dir nicht. Anawon Zuko! Es ist möglich, Quan Chi zu entkommen, Kitana. Ich kann dir helfen, so wie Bi-Han mir half. Du bist Bi-Han zu nahe gekommen. Deine Gefühle haben dich verdorben. Sie haben mich befreit. Ich versteh's nicht, Kitana. Ich hasse die Dinge, die ich hier getan habe. Du genießt, ein Wiedergänger zu sein. Es passt zu mir. Ich bin kein Opfer mehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist nicht der Weg, sich zu behaupten. Für dich besteht bestimmt noch Hoffnung. Großer Gott. Viele sind tot. Der Rest ist verwundet. Und unsere Freunde? Das Blatt wendete sich. Sie flohen. Und ihr zwei? Wird schon. Dachte ich mir. Wohin gehst du? Ich schnapp mir einen Zauberer. Allein? Du wirst sterben. Wäre nicht das erste Mal. Ihr seid geschwächt. Könnt ihr Shinnok denn so freilassen? Ich bin mehr als fähig dazu. Und Devorah? Ist sie denn auch fähig? Sie wird mir das Amulett bringen. Und ich werde auf sie warten. Jackson Briggs. Eine angenehme Überraschung. Daran ist nichts Angenehmes. Du bist zurück zu Raiden? Die einfältigen Folgen narren. Raiden gab sein Bestes. Er hat das Erdenreich gerettet. Er hat mich ermordet. Das ist nicht wahr. Du warst nicht da. Er hat mir alles genommen. Du darfst dich uns nicht wieder anschließen. Stattdessen wirst du lernen, dass es Schlimmeres als den Tod gibt. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Jax, kein Grund zur Frage. Halt die Schnauze! Ganz wie früher. Kenshi, ich hab ihn. Ausgezeichnet. Ich bleibe hier. Devorah ist auf dem Weg. Bring du Quan Chi zu Sonya. Sie wird ihn schon zum Reden bringen. Setz dich. Ist wohl nicht dein erstes Mal in Fesseln. Stehst wohl drauf. Informieren Sie Minister Blake, dass Quan Chi in Gewahrsam ist. Wir bringen ihn umgehend in die Hochsicherheitsanlage in Fort Charles. Ja, Ma'am. Ihr beide haltet Wache. Der Transporter ist in 20 Minuten hier. Oh, jetzt darf ich für Sie babysitten. Cage, Bericht. Sie haben Devorah noch nicht eingeholt. Wir folgten ihr zu den Klippen von Makiba, aber haben dann die Spur verloren. Verdammt. Jackie glaubt, dass Devorahs Physiologie es uns ermöglicht, ihre Position zu bestimmen. Sie will mit ihrem Smartcom ihre Pheromone aufspüren. Nur auf meinen Befehl. Ja. Verwunden, nicht töten. Dauert wohl 2 Stunden. Sergeant, ihr Team hat keine 2 Stunden. Wir müssen sie finden, sofort. Sonya! Cassie, ich weiß zu schätzen, was du tun willst. Aber wir haben keine Zeit. Bring das Team zurück. Wir müssen uns neu formieren und umdenken. Ja, Ma'am. Sie geben ihr Bestes. Ich weiß. General, wir haben Besuch.
Ihr beide seid Freunde, oder? Hat er dir gesagt, dass er kommt? Nein. General? Meister Hasashi, man hat mir nicht gesagt, dass Sie kommen. Ich will Quan Chi. Wir haben alles unter Kontrolle. Sie können... Er muss sterben. Raiden braucht ihn. Ohne ihn können wir Liu Kang und die anderen Wiedergänger nicht wiederherstellen. Sollen sie gefangen bleiben, wie sie es war? Mich interessiert nur Quan Chi. Tun Sie es nicht, Hanzo. Ich werde sie töten. Dann haben wir ein Problem. Semeru! Quan Chi gehört mir. Ich bin nicht Ihr Feind, General Blade. Deine Männer zurück. Wenn du unsere Freundschaft schätzt, gibst du mir Quan Chi. Verschwinde. Ohne Sento bist du verwundbar. Wie in alten Zeiten. Nur Quan Chis Tod kann meine Wut stillen. Hanzo, nein! Du hast dir das Vertrauen der Shirai Ryu verdient. Wirf es nicht weg durch den Mord an einem greisen Zauberer. Dieser greise Zauberer ist der Schöpfer meines Leids. Meister Hasashi, ich bin froh, dass ihr kamt. Dann sprich. Ich will hier nicht verweilen. Ihr baut die Shirai Ryu neu auf, so wie ich die Lin Kuei umstrukturiere. Wir lassen die dunkle Vergangenheit unserer Clans hinter uns. Verschreiben Sie dem Schutz des Erdenreichs. Das gemeinsame Ziel gibt uns die Möglichkeit, alte Feindschaften zu beenden. Von vorne zu beginnen. Du gestehst, was du so lange abstritzt? Dass an den Händen deines Clans das Blut der Shirai Ryu klebt? Das Blut meiner Familie? Unsere Ehre ist wahrlich beschmutzt. Bitte, setzt euch. Nachdem wir von der Kontrolle Quan Chis befreit wurden, suchte ich meinen Clan auf. Ich hoffte, die Rebellion hätte die Pläne des Großmeisters vereitelt. Aber Sektor hatte die Vision seines Vaters verwirklicht. Die Lin Kuei waren vollständig cyberisiert. Ich schwor Sektor und seine Gefolgsleute zu töten, die Lin Kuei zu reformieren, unsere Ehre wiederherzustellen. Ich interessiere mich nicht für Lin Kuei-Probleme, Sub-Zero. Nachdem ich Sektor endlich tötete, fand ich heraus, dass die Lin Kuei ihre Ehre nicht erst mit der Cyber-Initiative verloren hatten, sondern schon lange zuvor.
Es wird kein Frieden geben, Scorpion! Frost! Die Lin Kuei sind immer noch ehrlos! Meister Hasashi, wartet! Worauf? Noch mehr Verrat? Ich hol mir deinen Kopf! Unsere Geschichte endet nun, Sub-Zero. Was soll das? Ich rief euch nicht, um euch zu verraten. Frost ist stark, ihre Urteilskraft nicht. Sie versteht die Weisheit des Friedens nicht. Ich kümmere mich um sie. Du sprachst von der verlorenen Ehre der Lin Kuei. Über Jahre dachte ich, ihr würdet meinen Clan fälschlich des Mordes an eurer Familie und an eurem Clan beschuldigen. Aber Sektors Cyber-Erinnerungen deckten die Wahrheit auf. Die Lin Kuei müssen sich an die Abmachungen halten, Sektor. Der Großmeister gab Shinnok sein Wort. Shinnok spricht nichts als Lügen, so wie ihr. Meine Bezahlung wird fällig. Ich habe die Shirai Ryu ausgerottet, wie abgemacht. Hanzo Hasashi lebt. Er ist euer Geist, Scorpion. Ich habe Scorpion aus der Seele Hasashis erschaffen, nachdem er starb. Die Vereinbarung wurde eingehalten. Nur der Worte, nicht ihrer Bedeutung nach. Ihr kriegt nichts. Harumi. Satoshi. Hätte ich gewusst, welche Rolle mein Clan bei der Ausrottung der Shirai Ryu spielte, wäre unsere Geschichte anders verlaufen. Ich tötete deinen Bruder, weil ich dachte, er... Quan Chi ist verantwortlich für Bihans Tod. Sektor lag falsch. Es gibt noch eine offene Rechnung. Und Quan Chi wird sie begleichen. Macht ihn los! Scorpion, wir können... Mein Name ist Hanzo Hasashi! Du hast meine Frau getötet, meinen Sohn. Und dann bist du in meinen Kopf eingedrungen, hast meine Rachegelüste gelenkt und mir so die einzige Chance genommen, sie zurückzuholen! Deine Familie, ich... Schweig, Zauberer! Nichts kann dir noch helfen! Endlich spürst du meinen Schmerz! Scorpion, halt! Quan Chi! Amulett. Komm hierher! Nein! Lorino. Aitisto de. Misty. Naikoma. Nikoniai. Blut für Blut. Die Schuld ist beglichen.
Jetzt! Shinnok. Wie klein sie sind. Diese hier grüßt Lord Shinnok. Quan Chi hat seine Diener gut ausgewählt. Es war weise, mich im Erdenreich wiederherzustellen. Hinter ihrer Abwehr. Er hat sie getäuscht. Ließ sich gefangen nehmen. Er wollte hierher gebracht werden. Eine Schande, dass er die Vollendung seines Werkes nicht erlebt. Von dir lasse ich mich nicht überraschen, Cage. Schaff ihn weg. Gelobt sei Lord Shinnok. Machen wir uns auf den Weg. Es befinden sich Erdenreichler im Unterreich. Das weiß ich. Sie werden eliminiert. Oh, Scheiße. Mom! Wo ist Dad? Shinnok. Mom, wo sind Sie hin? Mom? Dein Vater. Gefangene Shinnoks. Im Himmelstempel. Raiden! Raiden, alter Freund! Meister Boraichu, ich bin froh, dich zu sehen. Es ist viele Jahre her. Zu lange, ja, zu lange. Wir alten Krieger müssen schließlich zusammenhalten, was? Sicherlich. Ich vermute, die Umstände haben dein Eintreffen herbeigeführt. Ja, ja. Ich fürchte, Shinnok könnte zurückkehren. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich fürchtete das Schlimmste. Als Kano Shinnoks Amulett an sich riss, ließ er eine Falle zurück. Sie zu deaktivieren, zwang mich zu reisen in viele seltsame Reiche. Ich muss mich in die Jinsei-Kammer zurückziehen, meine Stärke wiederherstellen. Du bist also kurz davor, es zurückzuholen? Shinnoks Amulett? Ich weiß es nicht. Die Deaktivierung der Falle benötigte meine volle Aufmerksamkeit. Nach meiner Verjüngung werde ich mich mit General Blade besprechen. Hätten wir Shinnok nur während des letzten Krieges zerstört, wäre er doch nur sterblich. Solch Schönheit. Als würde man die Götterältesten selbst betrachten. Ich hoffe noch, dass wir diese Krise zu unserem Vorteil wenden können. Wie das? Quan Chis Magie bindet die Seelen vieler, die uns nahestehen. Nehmen wir ihn gefangen, zwingen wir ihn, sie freizulassen. Lu Kang und Kung Lao befreit? Ich vermute, das ist möglich. Solange Quan Chi lebt. Ich bereue es sehr, die Seelen unserer Kameraden an das Unterreich verloren zu haben. Kung Lao und Lu Kang, sie waren wie Söhne. Ich würde alles tun, um sie zurückzubringen. Genau wie Meister Boraichu sagte, die Shaolin-Meister sind an Bord des Schiffes. Boraichu erwähnte zwei Schiffe. Das andere hat schon abgelegt. Wir müssen sein Ziel herausfinden. Sie werden reden. Dafür sorge ich. Keine außergewöhnlichen Mittel, Kung Lao. Sie haben die Akademie überfallen, Meister Wen getötet. Sogar bei Tarkatanern gibt es Grenzen, die wir nicht überschreiten. Ja, Lord Raiden.
Wie konnte Shao Kahn bloß den Befehl für solch einen dreisten Angriff geben? Er hat die Verwundbarkeit des Erdenreichs aufgezeigt. Shao Kahn wusste, dass wir keine andere Wahl haben, als noch einem Turnier zuzustimmen. Liu Kang besiegte Shang Tsung. Er wird auch Shao Kahn schlagen. Alles zu seiner Zeit. Zuerst befreien wir die Shaolin. Alle an Bord? Die Gezeiten warten nicht. Wir sind bereit. Shao Kahn will, dass den Geiseln kein Haar gekrümmt wird. Ihre Wunden sind nicht tödlich. Das hoffe ich, Baraka. Deinetwegen. Und deinetwegen auch. Krümmt ihr ihnen ein Haar, werdet ihr es büßen. Haktora! Takotana sind so leicht zu schlagen. Impalahei, Baraka! Leere Drohung, Raiden. Das Turnier wirst du nicht erleben. Du kehrst ohne Beute in die Ödnis zurück. Zur Seite! What do you want here? Solche Kraft. Was bist du, Raiden? Die Wahrheit und das Licht. Ich schütze das Erdenreich. Diese hier schert sich nicht ums Erdenreich und betet zu keinem Gott. Wenn ein Gott spricht, hör auf ihn. Keine Herausforderung, nur Worte statt Taten. Befreien wir jene an Bord dieses Schiffes. Dann findet ihr das zweite Schiff. Wohin geht ihr, Lord Raiden? Das Turnier beginnt bald. Stoßt zu mir, sobald ihr könnt. Wir werden siegen, Lord Raiden. Dessen bin ich mir sicher. Ein weiterer deiner Verbündeten in meiner Hand. Wenn er stirbt, ist seine Seele mein. Du kennst seine Macht nicht. Seine Seele kann nie bezwungen werden. Sollen wir ihn töten, Lord Shinnok? Noch nicht. Er wird Zeuge sein, wie ich sein Reich erobere. Dann werde ich ihn einsperren, so wie er mich. Du solltest deinen Sieg nicht zu früh feiern. Ich habe bereits gesiegt, Raiden. Ah!
Danke. Kung Lao, genug! Ich diene Shinnok und dem Unterreich. Weil Shao Kahn dich ermordete. Etwas, das du zugelassen hast. Deinem Tod werde ich nicht passiv zusehen. Du hattest Besseres verdient. Das ist nicht dein Schicksal, Liu Kang. Mehr Visionen, Raiden? Siehst du immer noch die Zukunft? Keine Visionen mehr, aber ich weiß, was passieren muss. Ich bin hier durch dein Tun. Ein Unfall, der mich bis heute verfolgt. Ich muss dir danken. Du hast mich befreit. Die Götterältesten, denen du dienst? Ich werde helfen, sie zu besiegen. Ich bereue, dass es so enden musste. Du wirst den Jinsei nicht entweihen, Shinnok. Wir kämpfen seit Äonen, Raiden. Aber jetzt endet es. Selbst jetzt werden andere kommen und dich besiegen. Landung in 15 Minuten. Wir nehmen den irdischen Eingang zum Himmelstempel. Warum fliegen wir nicht direkt hin? Er existiert in einem anderen Quantenzustand. Phasenverschoben mit der Realität. Mit konventionellen Methoden kommt man nicht hin. Was? Nur noch wir. Niemand hilft uns. Entweder wir schaffen das, oder... Wir kriegen das hin.
ist das? Weiß nicht, aber es kommt direkt auf uns zu. Bei den Götterältesten. Anschnallen, Leute. Ich bringe sie runter. Der Tempeleingang ist 15 Kilometer in die Richtung. Mondscheinspaziergang im Wald. Eigentlich eine schöne Sache. Hätte dich nicht für einen Freilufttypen gehalten. Meine Mutter und ich haben in der Nähe eines solchen Waldes gelebt. Erinnert mich an früher. Vielleicht sollten wir mal hin, nach dem hier. Scheiße, das war's. Die Schockwelle hat alles durchschmort. Dann sollten wir los. Uns rennt die Zeit weg. Was wollen die hier? Das Amulett suchen, schätze ich. Wir müssen ihnen von Shinnok erzählen. Uns verbünden. Bringt sie zu mir! Wohl nicht. Der Wald. Los! Sieh leise. Verstohlen! Ermac, wir schwören sie. Aber der Wald ist voller Seelen. Ja, so nah. Jackie, pass auf! Tu ihm weh und du wirst es bereuen. Kriech zurück unter deinen Stein, Reptile. Halt! Du brauchst Wasser. Lehn dich zurück. Kannst du was sehen? Ja, ja, Schwamm, aber... Besser? Wunderschön. Wir reden später. Ich nehme Ermac. Du bist die Brut Jackson Riggs. Und sehr stolz darauf. Ich weiß, was du ihm angetan hast. Wir nahmen ihm seine Arme. Von dir holen wir uns alles. Das war für dich, Dad. Drücke, drücke, Tor! Deine Augen, so hell. Werd sie mir holen! Betrug! Verrat! Keine Tricks mehr. Nur eine Tracht Prügel. Du bist echt gruselig, Mädel. Zwei für einen. Warum nicht? Ja! Ja!
Wir wissen, dass Devora hier ist. Wo ist das Amulett? Kotal Kahn, die Lage hat sich geändert. Eure Lügen wirken bei mir nicht. Weiß er's? Noch nicht. Er muss aber... Später! Ich töte euch beide. Shinnok wurde befreit. Er ist im Himmelstempel. Er hat schon die Lebenskraft des Erdenreichs infiziert. Der Himmel tobt. Das Erdenreich ist verloren. Nicht, wenn wir zusammenhalten. Ich beschwichtige Shinnok. Bring ihm eure Köpfe. Gewinne Zeit, um unsere Verteidigung zu verstärken. Ihr müsst uns helfen, Kotal Kahn. Es ist zu spät fürs Erdenreich. Shinnok ist jetzt sein Meister. Du hättest uns helfen sollen. Das reicht. Oh Mann. Das ist doch mal ein wahr gewordener Traum. Du hast schräge Träume. Sklaven, ihr sterbt heute Nacht. Nitar! Gegen großen Widerstand habt ihr zusammengehalten. Schlechtere Krieger hätten sich kaum so gut geschlagen. Danke, Großmeister. Ich bleibe hier und schicke Kotal Kahn zurück in die Außenwelt. Begebt euch zum Himmelstempel. Es geht um das Schicksal des Erdenreichs. Lord Shinnok ist fast soweit. Bald wird die Korruption des Jinsei unumkehrbar sein. Die Invasion wird dann weitergehen. Raiden und seine Verbündeten werden uns keinen Widerstand leisten. Sobald das Reich fällt, ist unser Pfad zum Sieg frei. Falls Lord Shinnok mit das Oni und Oroki bereit sind, auf seinen Befehl lassen wir sie auf das Erdenreich los. Habt ihr Raidens Himmelsportal gefunden? Ja, seine Magie schützt es. Wir kommen nicht durch. Inakzeptabel. Nach der Zerstörung des Erdenreichs werden wir die Rache Lord Shinnoks vollenden, im Himmel einmarschieren und die Götterältesten zerstören. Kommt. Krieg gegen den Himmel führen, wenn Shinnok die Götterältesten besiegen kann? Ende des Universums, klar. Kung Lao, ihn so zu sehen. Wir werden alle im Unterreich herumhängen müssen, wenn das hier schief geht. Kommt. Takeda! Hat dir deine Mutter je erzählt, was ich mit ihren Freunden machte? Sie getötet in nur einem Augenblick. Und deine Tochter, bist du stolz darauf? Im Tod sind wir verbunden. Du wirst dich uns anschließen. Und ich werde dir eine gescheite Erziehung zuteilwerden lassen. Nettes Angebot, liebste Mutter. Aber nein, danke. Ich schulde dir was. Werde ich mir merken. Hau ab, Prinzessin! Denkst du wirklich, Worte können mich aufhalten? Danke für die Hilfe. Jederzeit. Beeilung, Ladies! Ventilator Ray!
Du tötest niemanden. Hilf Jackie! Er hat dich übel erwischt. Wie charmant von dir. Ich kann kämpfen. Jackie? Es ist nichts. Genau wie in Kurdistan. Was? Ihr zwei geht. Jackie und ich regeln das. Was? Wir halten euch nur auf. Vergiss es. Verdammt. Passt auf euch auf. Wir sehen uns dann später. Sie schmecken dein Fleisch, graben tief. In dir wachsen sie, nagen an deinem Gedärm. Bei den Göttern! Dad! Da! Ja! Wie Vater, so Tochter. Werden sie ähnlich schmecken. Du bist die Fliege, ich die Klatsche. Hey, Spätzchen. Ich bin ein bisschen alt für Spätzchen. Nein. Schnapp, Shinnok. Aber... Ich liebe dich. Dad? Ah, der Abkömmling von Johnny Cage. Passend, dass ich die gesamte Familie ausrotte. Wenn du ihn willst, musst du erst an mir vorbei. Sieh zu, Miss Cage, wie ich deinem Vater das Fleisch abziehe. Das erwartet jene, die mir trotzen. Ein qualvoller, exquisiter Tod. Verdammter Bastard! Oh Mann, es ist doch erblich. Die Kraft deines Vaters wird dich nicht retten. Das wirst du nicht überleben. Gecaged. Cassandra Cage. Bring mich in den Jinsei. Was? Aber ihr, es wird euch töten. Muss gereinigt werden. Schnell! Shiva, Shi, Jokashimasu, Ma Jokashimasu.
ziehen uns zurück. Spaziergang. Kann es warten? Keine Spaziergänge. Swimmingpool. Cocktails. Abgemacht. Lebt er noch? Kaum. Ich helfe ihm. Hilf deinem Vater. Und ich dachte, bei deinem ersten Date müsste ich mir Sorgen machen. Angst, dass ich einen wie dich aufgabeln wird? Lustig. Schön. Rettet die Welt. Meine Arbeit ist getan. Los! Hier lang! Seht nach Shinnok und Devora und holt den Sunny. Das wird wieder. Hilfe ist auf dem Weg. Du hättest Cass sehen sollen. Hat mit Shinnok den Boden aufgewischt. Glaube ich gern. Und du hast ein Spitzenteam geformt, Johnny. Hörst du das, Cass? Sie sagte Johnny. Habe ich erwartet. Zu lange habe ich dem Erdenreich die Schrecken des Krieges zugemutet. Wieder und wieder haben wir unsere Feinde besiegt, aber wir haben nie Vergeltung gesucht, keine Wiedergutmachung gefordert.
Was hat uns unsere Gnade gebracht? Mehr Verrat, mehr sinnlose Gewalt. Als neuer Herrscher des Unterreichs, hört mich an. Ich werde das Erdenreich nicht länger nur verteidigen. Ich werde sie zerstören, alle, die es bedrohen. Keine Gnade wird gewährt, kein Pardon gegeben. Shinnok war ein Götterältester. Unmöglich zu töten. Es gibt Schlimmeres als den Tod.